Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und wie immer an meiner Seite der gute alte Tom Arte. Hallo Tom. Hallo Arti, hallo an das junge Gemüse. Was schauen wir uns heute an? Wie heißt das? Stammtisch, Parolen? Ah, okay. Ich merke schon, ich muss das auflösen. Ja, wir schauen uns heute Stammtischparolen an. Was tun gegen blöde Sprüche? Das ist ein Beitrag von Respekt Kompakt. Wie immer, Respekt Kompakt. Wir haben das ja schon ein paar Mal hier gehabt. Das ist eine wahre Goldgrube, weil die machen in 14 Minuten wunderbare linke Propagandabeiträge mit unseren bezahlten Rundfunkgebühren. Und das kann man schön auseinandernehmen. Ja, und die haben noch viel in ihrem Portfolio, also Junge, Junge. Oh ja, das sind wirklich sehr interessante dabei, Sachen dabei. Ja, dann Gut. steig noch mal ein, ich wechsle mal die Szene. Ja, wechsel bitte die Szene. Und Feuer frei. Kurze Aufklärung für die Nein, nein, Zuschauer. nein, Feuer frei. Ich wollte was sagen. Habe ich hier auf dem Handy. Einen kleinen Moment, ich muss es nur kurz suchen. Frauen und Technik, ne? Dauert eine Sekunde. Moment. Blondie, schaffst du es oder wird es heute nichts mehr? Smartphone-Zombies den ganzen Tag an ihrem scheiß Handy hängen und uns dann nicht mal bedienen können, oder was? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du bist genauso bescheuert. Ich wollte euch eigentlich eine super App zeigen, die sich genau damit beschäftigt, was heute unser Thema ist bei Respekt, nämlich was tun gegen Stammtischparolen. Aber kein Problem, das machen wir später. Ich muss jetzt mal kurz Pause machen. Die Sachen, die jetzt diese Frau gesagt hat, rechts oben in dieser Gedankenblase, das sollten wohl Ja. jetzt schon Stammtischparolen sein, Ach so. weil hätte ich so wahrgenommen. Also, vielleicht wird das hier noch aufgeklärt, aber für mich waren das jetzt keine Stammtischparolen. Bei Stammtischparolen denke ich an was, naja, eher an was Politisches, also was von linker Seite so als Stammtischparolen abgetan wird, zum Beispiel. Ja, wir müssen was gegen Migration tun. Es gibt zu viele Ausländer, ich fühle mich fremd im eigenen Land, solche Sachen. Aber das war jetzt einfach, ich meine, die war einfach unhöflich, die da rechts oben zu sehen war. War Also einfach ich gemein. weiß ja nicht, ob die noch in eine Kneipe geht hier in der Reportage. Der einzige Spruch, den ich da wirklich mir so vorstellen könnte aus Kiezkneipensicht, ist sowas mit diesen Smartphone-Zombies tatsächlich. Ja, also mit diesem Der Hey, Blond, Rest, pff, weiß nicht. Blondie, Frauen und Technik, ja, keine Das Ahnung. kann man Also. sich überall anhören. Ja, wirklich, wirklich eigenartig. Na gut, mal sehen, wie es weitergeht. Der Stammtisch gilt als ziemlich deutsch. Stammtischparolen aber gibt es auf der ganzen Welt. Dumme, aggressive und vorurteilsbeladene Sprüche, die sich häufig gegen Minderheiten richten. Das stimmt halt auch nicht unbedingt. Also dumm Ja, wie weiß ich hättest du es nicht. denn? Okay, erklär mal, was stört dich daran jetzt? Ja, weil das ist schon wieder so, das sagt halt nur der Pöbel und sowas. Weiß ich nicht. Das Ding Also ist, auch mit aggressiv und Vorteil, das wird schon wieder so geframed. Ich würde sagen, die Leute nehmen keinen Blatt vorm Mund. du hast, finde ich, das richtige Wort jetzt gesagt, Framing. Also schon, ich finde schon dieser Begriff Stammtischparolen, das ist ja Framing pur. Also kein Mensch sagt über sich selbst, ich lasse Stammtischparolen ab, in neutraler Richtig. Weise. Weißt du tust ja immer dem Gegner Stammtischparolen unterstellen. Also das kann man sowohl von rechter Seite machen, dass man sagt, das sind linke Stammtischparolen. Irgendwie so, ja, müssen was für die und die tun und die armen LGBT-Leute oder so. Oder von links nach rechts, dass man sagt, ja, das sind dumme Stammtischparolen, wie gesagt, ich fühle mich hier im eigenen Land fremd oder solche Sachen. Also diese Stammtischparole, Abschieben. ja genau, abschieben. Dieses Wort Stammtischparolen, das ist halt Framing pur. Also deswegen erwarte ich, es wird hier in dem Beitrag auch nur um Framing gehen. Das finde ich lustig. Wollen wir mal ein paar schöne Stammtischparolen vom Stapel lassen, so? Oh, ja, da haben wir aber den YouTube-Kanal vielleicht nicht mehr. Wir bräuchten mal wieder einen, der hier richtig hart Ja! Ja, durchgreift. genau. Das, ja, Mit okay. Onkel Ich will Adi wäre auch. das nicht passiert, oder? Ja, ich will auch gar nicht weiter eingehen, ja. Solche Sprüche gibt es überall, wo Menschen sind. Im Bus, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, aber auch daheim in der Familie. Stammtischparolen sind aggressive Schwarz-Weiß-Malereien bzw. Vorurteile, die die Welt in Gut und Böse, in richtig und falsch einordnen, um Minderheiten oder Andersdenkende auszugrenzen. Um Minderheiten oder Andersdenkende auszugrenzen. Das ist halt falsch. Das ist halt falsch. Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich von links sage, der Kapitalismus ist scheiße, was eine ganz typische, ja, es ist halt eine Genau. Stammtischparole. Das ist eine Wo linke ist Stammtischparole, richtig. die Und dann tust du Minderheit? dem.
Und da greift wieder dieses Ding, es geht hier um Framing, also wir müssen uns gewahr werden, dieser Beitrag ist jetzt aus linker Sicht gemacht. Es geht hier nur um rechte Stammtischbaronen. Weißt du, linke Stammtischbaronen gibt es gar nicht für diese Leute. Das gibt es einfach gar nicht. Ich würde sagen, der Beitrag, das ist Nostradamus, läuft darauf hinaus, Stammtischparolen sind böse und diskriminierend und deswegen hast du als Kartoffel in Zukunft die Schnauze zu halten. Richtig, und es wird auf jeden Fall noch der Begriff Populismus fallen und vielleicht wird sogar von der AfD gesprochen. Das wäre ganz cool. Zum Beispiel, Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Alle Arbeitsplätze sind faul. Flüchtlinge haben immer das teuerste Smartphone. Politikern darf man nichts glauben. Hat jeder schon mal gehört. Nichts davon ist wahr. Man will so... Was? Also ich würde jetzt... Vor allem bei diesen ganzen Sätzen, die jetzt gerade kamen. Wir hätten eigentlich... du kennst es doch beim Kaspercast, der macht immer diesen Bass-Sound. der macht immer die Musik hier. Das Lied Spoiler von DJ Hyper, was hier im Cyberpunk-Soundtrack kam. Das hättest du hier nach jeder Aussage gemacht. Ach, so heißt das? Okay. Ja, Spoiler von DJ Hyper ist das Lied. Das ist ziemlich geil. Das war halt in dem Cyberpunk im ersten Trailer. Okay, weiter geht's. Sofort widersprechen, aber man ist zu überrascht und gar nicht darauf vorbereitet. Und blockiert. Gegenargumente findet man auf die Schnelle nicht. Aber das ist völlig normal. Wer sich gegen Stammtischparolen wehren will, hat es viel schwerer als die nur Sprüche klopfen. Denn Stammtischparolen bieten die vermeintlich einfachsten Lösungen bei den schwierigsten Problemen an. Auch dieses ganze Thema, einfache Lösung auf schwierige Probleme, das ist so ein absoluter linker Talking Point, den ich super hasse, weil das einfach oft nicht zutrifft. Das ist super dämlich. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir müssen die Grenzen sichern, um die Migration zu verringern. Dann sagen halt die Linken, ja, das ist doch eine einfache Lösung auf schwierige Probleme. Und das entgegne ich, nein, ganz im Gegenteil, das ist eine schwierige Lösung. Also man sieht ja, das traut sich gar keiner zu machen. Also jetzt zum Beispiel als 2015 die ganzen Flüchtlinge kamen, da hat ja die Merkel buchstäblich ihre Berater gefragt, naja, gibt es da schlechte Bilder, wenn wir die Grenzen sichern? Da haben die gesagt, ja, und dann war die einfache Lösung war, wir machen einfach nichts. Das ist die einfache Lösung. Was zu machen, das ist die schwierige Lösung. Dass es an sich einfach ist, darauf zu kommen, ja, das macht nicht mir zum Vorwurf. Aber ich hasse diesen Talking Point. Einfache Lösung auf schwierige Probleme. Lösungen können oft einfach sein, wenn man es richtig anpackt. Richtig, also dieses, na, es geht nur kompliziert, weil das Problem ist so vielschichtig, ist halt einfach so eine Nebelkerze in meinen Augen. Das ist eine absolute Nebelkerze, genau. Es ist immer noch so, die einfachste Lösung nach 2015 wäre, die Leute wieder rauszukegeln. Richtig. Das ist so, da trifft so ein bisschen dieses Schema von Ockhams Rasiermesser zu. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, das für die Zuschauer. Das heißt so in der Wissenschaft, wenn man jetzt vor einer Frage steht, die man klären will, dann ist die einfachste Antwort oft die richtige. Und ja, so ähnlich ist es auch in der Politik. Genau, also wenn du da zwei Theorien hast und die eine braucht nur einen Parameter und die andere braucht 50, dann nimmst du die plus eine Messer. Ja. Also... Macht mich schon wieder fertig für die Doku. Mich auch. Ich wollte es nur mal loswerden, weil das ist wirklich nett. Also hier kommen wirklich zack, zack, zack lustige Sachen. Ich merke schon, wir werden viel Spaß haben. Doch was tun. Auf alle Fälle nicht still sein. Vor allem aber beim Widersprechen ruhig und sachlich bleiben. Denn eins ist auch klar, wer andere runtermacht, will sich meist nur selbst erhöhen. Solche Parolen können einen richtig überfahren. Da sitzen, warte mal, von wann ist denn der Beitrag hier? Oh, vom 9.3.2021. Ja, das erklärt, warum die hier so auf unterschiedlichen Bänken sitzen. Von wegen, ja, es ist zwar draußen sommerlich und warm, aber wir tun trotzdem Abstand halten und macht uns aber nicht fertig, nur weil jetzt keine Maske tragen. Zur Begrüßung. Ja, genau, wir haben uns die Faust gegeben. Richtig überfahren. Melinda Tamasch wollte dagegen etwas tun und hat zusammen mit dem Frauennetzwerk Sorority sozusagen ein Erste-Hilfe-Buch geschrieben. No More Bullshit. Sie ist Forscherin und Trainerin im Bereich Antidiskriminierung, Antiradikalisierung, Gewaltprävention, Friedens- und Demokratiebildung. Welche Erfahrungen hast du selber mit Stammtischparolen und Bullshit-Gelaber gemacht? Das ist jetzt so ein bisschen wie bei Game of Thrones da, ja. Also Lied von Feuer und Eis. So. Und noch Verteidiger der Menschenrechte. Und ja, genau. So viele nichtssagende Titel, so unfassbar. Also eine Situation, die ich gut in Erinnerung habe, ist die
Ich habe in einem Unternehmen neu angefangen als Mitarbeiterin und ein männlicher Kollege kam auf mich zu und hat sich sehr erfreut gezeigt, dass ich nun auch hier arbeite und hat gemeint, wie schön, dass sie nun auch hier bei uns arbeiten. Jetzt habe ich endlich wieder was Schönes zum Anschauen. Oh Gott. Nein, nein, der hat dir ein Kompliment gemacht, dass er dich hübsch findet. Krass. Wie heißt das? Positiver irgendwas? Sexismus oder sowas? Ab ins Gulag mit dem Typen. Das ist ja krank. Er hat gefällt, die Schnauze zu halten. Ja. Oh je, oh je, oh je. Also man kann auch wirklich sich wegen jedem Scheiß aufregen. Ja. Also, Alter, wisst ihr, wie ich mich freuen würde, wenn das mal ein Mädel zu mir sagen würde? Ja, auch, also angenommen, ich wäre jetzt ein Mädel da an der Stelle, dann würde ich einfach sagen, danke und fertig. Okay. Ja. Ja, ja, okay, okay. Wie hast du reagiert? Ich war im ersten Moment sprachlos. Es war mir nicht angenehm. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn das Kompliment meine beruflichen Fähigkeiten betroffen hätte. Ja, da gibt es ja leider nicht so viel zu machen. Das ist ja das Problem. Meine Mutter hat mal gesagt, wenn du nichts Gutes sagen kannst, dann sag halt gar nichts. Also das Ding ist, sie ist ja da am ersten Tag, also was soll sie denn da beruflich sich eingebracht haben? Ja, genau. Und kennt er deinen Lebenslauf, der Typ, oder? Okay, beim nächsten Mal sagen wir einfach, sie sind also die Neue. Mhm. Ja, das ist dann auch wieder nicht recht. Gibt es das nächste Buch dann. Oh je. Wirst du da heute anders reagieren? Also hast du jetzt mehr Handwerkszeug, da zu reagieren? Mhm. Ich würde heute auf jeden Fall es nicht sprachlos stehen lassen. Ich würde es auf jeden Fall benennen und zeigen, wie ich das empfinde. Oder eventuell auch nachfragen. Es ist natürlich auch eine Frage der Tagesverfassung. Klar ist, ob jetzt am Stammtisch oder egal wo auch sonst, es ist total unangenehm, wenn einem sowas passiert. Kein einziger... Ich muss jetzt hier nochmal Pause machen. Also das jetzt zum Beispiel gerade eben dieses Beispiel. Das war doch jetzt keine Stammtischparole. Also auch nicht nach der ihrer eigenen Definition. Weil ja, das doch, wollte doch. Ja... Nee. Vor uns hatten die ja gesagt, das sind dumme Sprüche, um andere Minderheiten zu unterdrücken oder so. Aber dieser Spruch hat doch jetzt sie nicht unterdrückt. Also ich sehe irgendwie so ein bisschen, worauf sie hinausläuft. Von wegen, ja, die ist nur hübsch und kann nichts anderes. Aber da ist für mich jetzt so viel Interpretation drin. Na, und sie ist eine Frau und die sind ja in dem Unternehmen, was wahrscheinlich dann nur von Männern besetzt ist, ist ja eine Minderheit. Irgendwie sowas hätte ich jetzt da draus gelesen. Mich hätte jetzt interessiert, wie sie in dem konkreten Fall sich gewehrt hätte. Ja. Also so, also das ist ja schön, dass sie das sagen, aber das behagt mir jetzt nicht, oder? Ja, also das wäre wahrscheinlich richtig gewesen, das zu sagen. Ich muss auch nochmal sagen, also ich habe jetzt darüber nochmal so nachgedacht, während die gesprochen hat. Also klar, wenn mir jetzt eine Frau das sagen würde und das, ich weiß genau, ich will nichts von der und habe vielleicht das Gefühl, aber die ist mir übergeordnet oder ist schon länger dabei und dann ergibt sich Konflikte, klar, dann fände ich das auch scheiße. Also ich kann ja das schon geben, aber dann, ja, dann spricht man kurz darüber und gut ist oder man nimmt es halt wirklich als Kompliment und übergeht es dann und erst wenn Richtig. Das ein zweites oder drittes Mal passiert, dann macht man fast draus, weißt du, wenn es nur einmal passiert, okay, das wäre wahrscheinlich meine Vorgehensweise. Genau, also, ich wollte aber jetzt nochmal... Wenn ja, du beim ersten Mal gleich so ein Fass aufmachst, dann bist du dort auch durch in dem Unternehmen. Richtig. Genau, also richtig wäre eigentlich so beim zweiten, dritten Mal, wenn so ein Spruch kommt, dass man sagt, hier, ja, es wird nett gemeint als Kompliment und so, aber ich sehe das so und so, lass uns da mal bitte nicht so drüber reden. So, ja, und wichtig unter vier Augen, nicht vor versammelter Mannschaft. Richtig. Worauf ich jetzt aber noch hinaus wollte, das ist trotzdem keine Stammtischparole. Eine Stammtischparole findet am Stammtisch statt, unter vermeintlich Gleichgesinnten. Also jetzt in der ihrem Beispiel hätte das unter Männern stattfinden müssen, in einer Männergruppe, dass man sagt, hey, die Energie ist ganz schön heiß oder so. Weißt du, das könnte ich noch als Stammtischparole empfinden, aber doch nicht direkt die anzusprechen. Das ist ein denkbar schlechtes Beispiel hier. Ja, die haben halt eine andere Definition da am Anfang geliefert. Deswegen kollidieren jetzt unsere drin? Ansichten. Warte, können wir das, wollen wir das wir vielleicht können noch mal gerne kurz? Nochmal zurückspringen. Ja. Wir machen das mal kurz. Ich hoffe, du hast ja die Minuten gemerkt. Ach so, ja, 4:12. Okay, ja. Wir schauen mal kurz rein. Der Stammtisch gilt als ziemlich deutsch. Stammtischparolen aber gibt es auf der ganzen Welt. Dumme, aggressive und vorurteilsbeladene Sprüche, die sich häufig gegen... Dumme, aggressive, vorurteilsbeladene Sprüche, die sich gegen Minderheiten richten. Und das war dieser Spruch jetzt eben nicht. Der war nicht aggressiv, im Gegenteil, war ja als Kompliment gemeint. Dumm könnte man sich drüber streiten, er war vielleicht jetzt ein bisschen plump. Vorurteilsbeladen, also ich sehe da jetzt auch kein Vorurteil. Also
Ich bleib dabei, das war keine Stammtischparole, was der gesagt hat. Und das war ein denkbar dummes Beispiel hier in einem 14-Minuten-Beitrag, das reinzubringen. Das zeigt wieder, vor allem als erstes übrigens, also du bringst ja eigentlich dein bestes Beispiel am Anfang, um es mit Kasper zu sagen. Ist das euer bestes Argument? Oh, ich merke gerade, ich bin gemutet. Lass mal noch die Definition weiterlaufen. Ja, bitte. Okay. Solche Sprüche gibt es überall, wo Menschen sind. Im Bus, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, aber auch daheim in der Familie. Stammtischparolen sind aggressive Schwarz-Weiß-Malereien bzw. Vorurteile, die die Welt in Gut und Böse, in Richtig und Falsch einordnen, um Minderheiten oder Andersdenkende auszugrenzen. Ach, jetzt hier kam das mit den Minderheiten. Okay, eben ganz am Ende. Gut, okay. Und um die Welt in Gut und Böse einzuteilen. Hat der Spruch jetzt die Welt in Gut und Böse eingeteilt? Sie sind aber hübsch und unhübsch. Ja, also ich gebe dir das einfach nicht. Das war keine Stammtischparole. Ich finde Ihre Definition aber scheiße, aber das hatten wir ja vorhin schon. Ne? Ja. Uns unsere aber, Arbeitsplätze. Mal, all diese Sprüche. Alle Arbeitslosen sind faul. Flüchtlinge haben immer das teuerste Smartphone. Politikern darf man nichts glauben. Hä? Also das und sind das alles Sprüche über eine andere Gruppe hinweg. Und das meinte ich vor uns, Stammtischparolen finden am Stammtisch statt unter Gleichgesinnten, dass man über andere spricht. Also so würde ich das zumindest verstehen. Und hier, ja. Der hat die angesprochen. Das ist einfach keine Stammtischparole gewesen. Richtig, das ist einfach nur, also wenn man jetzt in ihrem Rahmen bleiben will, sexuelle Belästigung vielleicht. Ja, eben, ja. Eben. Also da sieht man wieder, wie konfus das alles ist. Es ist ja einfach nur ein linker Holzklick. Warte, das ist gar nicht konfus. Es geht hier nur darum, dieses scheiß Buch zu bewerben. Ja, wahrscheinlich, dass das man das einmal in die Kamera hält, ja. Ja, wäre interessant zu forschen, ob die jetzt irgendwelche Verbindungen hat vielleicht hier zu der Redaktion oder irgendwas. Aber hallo. Ah, oh je, na gut, dann machen wir mal hier weiter. So. Egal wo auch sonst, es ist total unangenehm, wenn einem sowas passiert. Kein einziger Deutscher mehr auf der Straße, nur Ausländer. Überall, wo ich hinschau. 11 Uhr, gehen nicht in die Schule. Kommen hier, weil sie Wirtschaftsflüchtlinge sind. Keiner arbeitet. Da aufs Handy schauen, Handy haben's. Jetzt halt doch einfach mal die Schnauze. Okay, ich lasse sie erstmal aussehen. Ja. Es ist einfach nicht wahr. Es gibt nicht so viele Ausländer. Sie müssen sich das ja nicht anschauen. Es ist nicht wahr? Moment. Okay, da muss ich jetzt Stopp machen. Also wenn man das ist auch wieder so ein linkes Ding. Du willst anderen vorschreiben, was die zu denken oder zu fühlen haben. Was sie ja eigentlich vermeintlich nicht wollen. Ich meine, wenn ich das nun mal so für mich empfinde, dass ich mich unwohl fühle in einer bestimmten Nachbarschaft, dann ist es nun mal so. Und das wirst du mir nicht absprechen können. Also du willst, dass ich das nicht sage. Das verstehe ich schon. Aber dieses Empfinden bleibt. Und das ist meine Wahrheit. Ja, zumal sich ja ganz objektiv die Innenstädte verändert haben in den letzten 8 Jahren. Also eben, wer will eben. Denn das bestreiten? All diese vermeintlichen Stammtischparolen, die jetzt hier oben gesagt wurden, das sind ja Phänomene, die jedem normal denkenden Menschen oder jedem, der mit offenen Augen durch eine Großstadt geht, gewahr werden. Also die sind einfach so. Das regt mich schon wieder auf. Okay, wir haben jetzt wahrscheinlich gleichzeitig auf Pause Stopp gedrückt. Ich mache. Es gibt nicht so viele Ausländer. Sie müssen sich das ja nicht anhören. Es muss ja niemand mir hier zuhören. Ich bin aufmerksam. Ich schaue hin. Also wenn man keine Ahnung hat, würde ich mal das Maul haben. Teure Autos fahren, aber arbeiten gehen es nicht. Wenn man keine Ahnung hat, würde ich es mal würde ich mal das Maul halten. Das ist also, wie man gegen Stammtischparolen angeht. Aha. Also halten Sie die Schnauze, Sie haben keine Ahnung. Und wenn man keine Ahnung hat, Maul halten. Aha, okay. Hm. Großartiger ist doch, Beitrag. Ist doch herzallerliebst. Wow. Achso, und nochmal übrigens, dieses Format heißt Respekt mit dem Untertitel Demokratische Grundwerte für alle. Aha, das war jetzt also ein demokratischer Diskurs, den wir gesehen haben. Ja, halt's Maul, du hast keine Ahnung. Okay. Ich spiele jetzt mal den Teufel, sozusagen, oder den Anwalt des Teufels. Ich glaube, jetzt kommt sowas, so sollte man es nicht machen oder so. Ich glaube ehrlich gesagt auch, ja. Okay. Ja, es ist nicht ganz so zufriedenstellend, oder? Wenn das so läuft und so schnell eskaliert. Deswegen haben wir einen Trainer gebeten, der einen Workshop gibt, normalerweise in einem großen Kreis, aber jetzt extra für uns. Und der bringt mir und euch bei, wie sowas in Zukunft besser läuft. Ich will bloß mal ganz kurz dich fragen, glaubst du, die gehen wirklich mal noch in eine Kneipe in den restlichen 10 Minuten? Nee, um Gottes Willen. Also ist sagen, ja an einem gewesen. Stammtisch? Ist ja 2021, nee, da gab es ja gar keine Kneipe. Ach so, das hat ja unsere schlauste Regierung kommt alles zugemacht. Hinzu. Ja. Christian Böser-Schnebel ist Pädagogikdozent an der Uni Augsburg. So, wie heißt der? Christian Böser-Schnebel ist Pädagogik. Böser-Schniebel? Okay.
Pädagogikdozent an der Uni Augsburg und macht schon seit 8 Jahren Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen. Die sind immer gut gebucht, denn das Thema ist leider immer noch aktuell. Warum fühlt man sich denn so schlecht, wenn man Stammtischparolen begegnet? Naja, weil die ein Thema berühren, was mir selber wichtig ist, also wo ich selber auch eine klare Position habe und ich halte die andere Position dann erstmal für, mit Verlaub, bescheuert. Und das macht was mit mir. Wie kann der andere nur so dumm sein? Wie kann er nur so etwas sagen? Also da ist auch eine gewisse Fassungslosigkeit. Und dann sind ja diese Stammtischparolen oftmals auch in so einem etwas aggressiven, selbstgerechten Ton geäußert. Und wenn uns das Thema wichtig ist, werden wir halt von dieser Emotion quasi ein Stück weit mit angesteckt. Muss ich dann immer? Ich will hier nur noch mal kurz einhaken. Ja gut, vielleicht tue ich dem zu viel Worte in den Mund legen. Aber ich fand das jetzt ein bisschen verräterisch. Wie kann man nur so dumm sein? Also Das kann man gut spiegeln. Also das Denken die über uns und wir über die. Ja, okay, hast recht. Nicht so wild. Hast recht, ja, wir legen es jetzt mal näher auf die Goldwaage, also in Zweifel für den Angeklagten, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ist jetzt nicht ganz so, nicht sehr wissenschaftlich ausgedrückt, aber vielleicht wollte das... Du jetzt schon ein bisschen im Brunnen, kann man ja, sagen. Ja, so ein bisschen, aber vielleicht wollte das mit Absicht irgendwie doggern. Er wollte es auf Stammtischniveau bringen. Ja, letztlich war das so, ja, das war jetzt tatsächlich auch Stammtisch irgendwie. Wie Props kann man, dafür. Aber gut, wie gesagt, also ich nehme das jetzt mal nicht zu übel. Was sagen? Also... Ist es immer richtig, was zu sagen? Weil wir haben gesellschaftlich so 2 große Probleme. Das eine ist, dass wir den Diskurs vermeiden mit Andersdenkenden. Und das zweite Problem ist, dass der Diskurs mit Andersdenkenden schnell sehr selbstgerecht und feindselig wird. Und deswegen schon in die Auseinandersetzung gehen, aber nicht zwingend sofort in jeder konkreten Situation. In öffentlichen Situationen, wenn eine rote Linie verletzt wird, halte ich schon für wichtig, etwas zu sagen. Außer ich würde mich gleich selber gefährden. In einem Zweiergespräch, ich muss schon auch in der Tagesform sein und wirklich auch Lust haben auf eine Auseinandersetzung oder auch fit genug sein für eine Auseinandersetzung, kann ich auch mal vertagen. Ja? Wichtig ist nur, dass dieses Vertagen halt wirklich ein Vertagen ist. Es findet irgendwann statt. Wie man besser reagiert, das üben wir jetzt. Christian Böser-Schnebel hat nämlich ein neues Projekt aufgesetzt. Mit Teilnehmern aus dem neuen Projekt profilzeigen.de. Da gibt es Weiterbildung, zum Beispiel in Form von solchen Seminaren oder Unterrichtsmaterial. Es wird also wieder eine Werbeveranstaltung hier. Ja, auch hier. Ich sage, der hinten rechts wird der Bad Boy, der die harten Dinger raushaut. Ach Quatsch. Na, einer muss die Rolle ja spielen, oder? Wenn Ach so, der ist ja die Rolle spielt, ja. Wegen mir, ja, okay. Innen, LehrerInnen und Eltern. Also ich denke, du hast was, oder? Was deine Freundin gesagt hat? Ja, ich kann dich fragen, was du im Urlaub machst. Ja, so ist es passiert jetzt ein bisschen. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder in Urlaub fahren. Oh ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ich würde eigentlich gerne mal wieder fliegen. Ich hatte schon gedacht, vielleicht geht Australien mittlerweile wieder so. Und ich meine, bekümmert dich das da irgendwie? Ich weiß nicht, ich fliege ja nicht mehr, das weißt du ja, ne? Ich habe ja aufgehört. Mhm. Aber du weißt doch eigentlich, oder? Also das... Der Klimawandel natürlich dazu führt, dass Alter! Es keine Ende gibt. Also wir wissen, weißt du schon, dass... Alter, wenn... Okay, wir machen mal kurz weiter. Aber die tut jetzt offensichtlich hier, die Blonde, ihren eigenen wirklichen Standpunkt wiedergeben. Die andere spielt ja nur, der ihre Freundin, weißt du? Ja. Sie hat ja vor uns gesagt, ja so und so ist das passiert. Also ich, wenn ich jetzt die andere Freundin wäre, also die jetzt hier links sitzt, ich würde... Also und die ist so drauf, nur weil ich sage, ich fliege irgendwo hin, dann will die mich so belehren, also... Alter, boah, da würde ich mir echt ein bisschen überlegen, ob das so gut ist mit der Freundschaft, ganz ehrlich. Und das ist doch jetzt kein Stammtischniveau bisher, oder? Also das war, ja, vor allem, ich will irgendwo hinfliegen, war doch auch das wieder, ja, das verfehlt das Thema Stammtischparole. Ich will also das wäre jetzt, fliegen ist geil und die Emissionen sind mir egal, das wäre ja, so eben. Eine Stammtischparole, aber... Eben. Was ist das hier? Vor allem macht sie am Ende jetzt was Politisches draus. Die Links will sich einfach nur ganz normal über ein alltägliches Ding unterhalten. Also... Die Links, würde ich jetzt so sagen, ist in dem Beispiel vielleicht so ein bisschen normie. Ja, ich fliege jetzt da wohin, habe mir das und das gedacht, ohne jetzt politische Hintergedanken. Und ja, dann kommt die mit so einem... Ja, ich fliege ja nicht mehr. ...schon sagen, extrem linken Standpunkt an, um Gottes Willen. So führt, dass es mehr Waldbrände gibt. Also wir wissen, du weißt schon, dass eigentlich das auf der Erde normal ist, dass wir einfach kalt und warme Perioden haben. So. Ich finde, da muss man schon auch eine Gegenposition einnehmen können, so, weil ja einfach die Regierung da schon sehr krass in eine Richtung geht. So. Und ich finde, dass es total wichtig ist, eine andere Position auch nochmal hervorzuheben. Ich muss mich ja irgendwo orientieren. Also du denkst, dass unsere Regierung... Oh, warte, lass es jetzt. Du denkst, dass unsere Regierung, die das Beste aller Zeiten ist... Ja. ...irgendwo orientieren, also... Also du denkst, dass unsere Regierung zu in die Ökodiktatur schon kippt, langsam? Also ich finde schon, dass es eine Tendenz gibt, die man da beobachten kann. Was muss ich jetzt noch zu ihr sagen? Ich weiß nichts mehr. Die harte Konflikte. Was war denn das jetzt? Das war jetzt ganz eigenartig, weil auch sie hat das extrem eskaliert. Also die Blonde hier rechts, sie hat die ganze Zeit im Gespräch hier extrem eskaliert. Erste Eskalation war, sie hat einfach nur von ihm Urlaub erzählt, hat sie gesagt, ja, von wegen Waldbrände, Klimawandel, so und so. Ja, so, ja. Dann wurde die andere politischer, klar, hat ihre Meinung gebracht. So, und jetzt hat sie aber gesagt, meinst du, unsere Regierung
steuert jetzt auf die Ökodiktatur zu oder so. Und dieser Begriff Ökodiktatur, den hat sie zum Beispiel, die Linke, gar nicht verwendet. Also den hat sie jetzt... Ja, sie hat es weiter eskalieren lassen. Ja, sie hat es noch auf eine nächste Stufe gebracht, weißt du? Also sie hat das ihr jetzt nicht in den Mund gelegt. Klar, sie hat ja nur gefragt, meinst du das? Und sie hat sogar dann ja gesagt, aber... Also, du weißt, was ich meine. Sie hat das noch auf eine, wie ich sage, eskalieren lassen. Sie hat sich vor allen Dingen auf die Seite der Regierung gestellt. Sie hätte einfach sagen können, meinst du nicht, dass die Regierung auf eine Ökodiktatur, nein, unsere Regierung. Das ist nochmal, finde ich, so ein kleiner Unterschied. Ah, okay, interessant. Das hätte ich jetzt, ja, mir wäre das egal, muss ich sagen. Weil es ist ja leider unsere Regierung. Also, gut, wir könnten jetzt sagen, ja, Scholz ist nicht mein Kanzler. Aber Piraten ist Scholz ja, ist nicht mein Kind. Ja, genau, ist nicht mein Kind. Aber okay, da können wir uns wirklich drüber streiten, das stimmt schon. Was ich viel spannender fand, sie hat ja darauf geantwortet mit, ich finde, es gibt da schon Tendenzen. Ja. Und danach hat sie nichts mehr zu sagen. Also sie wollte ja eigentlich Ursprungsgedanke irgendwie in die Tiefe gehen bei der Sache. Ja, ja, ja. Ja, aber sobald es mal tiefer wurde, wo ist mein Schwimmring? Und das ist für mich so Normie-linke Argumentation. Du kannst richtig, noch solange es nicht tief in das Thema geht, kannst du noch irgendwie dich entlanghangeln an irgendwie Tagesschauberichten, die du gesehen hast, die irgendwie 2 Minuten gehen. Ja, in der Tagesschau haben sie gesagt, Klimawandel so und so und da war das und das. Und dann, wenn es in die Tiefe geht, irgendwie, da geht es dann um IPCC-Berichte oder was weiß ich, dann du 404, bist ja. Ja, genau, 404. Also bald wird die Füli-Ebene verlassen, wenn man so möchte, ne? Ja, ja, ja. Mal gucken, jetzt kommt ja hier der Weiße Ritter, der Seminarleiter. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Die Linie ist, haben wir jetzt hier ein Ökoproblem oder haben wir es nicht? Mhm. Da nochmal nachfragen, warum bist du dir eigentlich so sicher, dass es dieses Problem nicht gibt und was wäre eigentlich, wenn du dich täuschst? Ah ja, aber was ist denn, wenn du dich komplett täuschst? Das wäre dann ein bisschen schwierig. Wenn ich mich jetzt wirklich täuschen würde, wovon ich natürlich nicht ausgehe, dann wäre das natürlich schon für unsere Nachkommen schon eine Herausforderung, das sehe ich ja. Ich glaube, was. Ja, und was ist, wenn du dich täuschst? Ja, eben. Dann haben wir weiter ein funktionierendes Ökosystem, haben wir aber eine wunderschöne Überwachungsdiktatur eingerichtet. Ja, oder was? Nicht funktionierende Wirtschaft und genau. Herrlich. Also das Spiel kann man ja auf beiden Seiten spielen. Ne? Eben, das eben. Kein Ausknock-Argument. Du siehst halt irgendwie schon den Einschlag, ne? Dass er, also ich meine, oder... Du merkst, ich ringe ein bisschen mit den Worten, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, der hat doch auch eher einen linken Einschlag, oder nicht? Ja, also gut, wir wissen jetzt, wissen jetzt zu wenig über den Mann, 90%. Aber eben. Also wie er sich, ich meine, er tut ja im Prinzip jetzt ihr helfen, klar, sie hat auch gefragt, aber ob er das jetzt auch von rechts anbieten würde, dieses Seminar, dass er sagt, naja, ich habe da mit eben Typen zu tun oder mit einem Mädel und bei der kleinsten Gelegenheit fängt die dann mit Klimawandel an, ob er dann auch sagen würde, naja, da müssen sie so und so argumentieren. Nee, das müssen sie akzeptieren. Ja, genau. Ihre Freundin hat recht. Sehr wichtig ist es vielleicht sogar noch präziser nachzufragen an der einen oder anderen Stelle. Also nicht, ich habe mich ja informiert und ich lese ja ganz vieles. Ja, das würde mich jetzt echt mal genauer interessieren. Wo hast du dich informiert und was sind wirklich hier die Gründe, warum du eher dieser kleinen Minderheit glaubst als dieser ganz, ganz großen Mehrheit der Klimawissenschaftler? Also dieses präzisierende Nachfragen als offene Frage, also nicht ja, nein, sondern erzähl mir mal genauer, worum geht es da? Sag, dass du Schwurbelkanäle konsumierst. Genau. Auch da, man kann auch das ja wieder spiegeln. Man kann das ja wieder spiegeln. Du kannst halt in Normie-Linken fragen, naja, wo informierst du dich denn? Und da wird es halt kommen, naja, ich informiere mich über öffentlich-rechtliche Medien, Tagesschau und so. Also die großen Medien, die sagen das alle. Also das ist dann letztlich ein Autoritätsargument. Weißt du? Derjenige hat sich dann viel weniger als unsere Seite mit den einzelnen Studien befasst. Zum Beispiel ist mir jetzt so im Begriff das Thema Maskenpflicht, weißt du? Dass die Masken was bringen. So, dann, da gab es letztens so einen wunderbaren Beitrag in der Ketzerkirche, da hat hier der Puls gezeigt, da hat er sich die 30 Studien angeschaut oder so. Ist echt so ein Studientier, ne? Ja, genau, der ist ziemlich krass. Jedenfalls hatte der Volksverpetzer gesagt, ja, sagen doch alle, die Masken bringen was. So, und da hat er dann 30 Studien irgendwie gezeigt und hat der Puls sich wirklich die geile Arbeit gemacht, alle Studien sich anzuschauen und da auch so ein wunderschönes Video gemacht und erklärt, was an dieser Methodik der Studien im Einzelnen Banane war. Und damit hat er schon viel mehr geschaffen für diesen Diskurs. Er war da viel tiefer drin und er hat uns das auf unserer Seite auch als Argumentationslinie gebracht,
wir, würde ich sagen, tun uns, worauf ich hinaus will, viel mehr mit so einer Seite beschäftigen, also gehen mehr in die Tiefe, als jemand, der einfach nur Tagesschau sagt und auf diesem Autoritätsargument vertraut. Ja, Masken bringen was. Warum? Das habe ich in der Tagesschau gehört. Sagen alle. Das ist halt was, was ich den Pseudo-Linken, Neulinken, was auch immer, immer hart unterstelle. Hört euch doch mal irgendwo, also sucht euch mal irgendeinen Kanal der Gegenseite und hört euch das mal dort an. Ne? Also mal aus eurem vorgefertigten Spektrum mal ausbrechen. Ne? Einfach mal reinhören und danach halt abwägen, was Sinn ergibt. Oder, ne? Weil diese Leute jetzt hier in deinem Beispiel, die sind halt auf diesem 30 Studien besagen das Niveau, also auf dem Schlagzeilenniveau unterwegs. Richtig. Ja, und Fulsk ist halt unten am Fazit der Studie unterwegs. Ne? Genau, genau. Das reicht ja schon, sich wenigstens mal die Abstracts durchzulesen. Da wird es ja oft schon wild. Stimmt, das kann man ja auch an der Stelle dann verkürzen. Genau, genau. Genau, so hat es zum Beispiel nämlich der Fulsk gemacht. Der hatte sich bei den meisten Dingern einfach nur die Abstracts durchgelesen. Und das reicht schon. Da steht dann in der Abstract-Methodik so und so. Hm. Und da wurden dann irgendwelche Sachen gemacht. Zum Beispiel ging das um das Maskenthema. Da wurde dann erforscht, ja, Masken bringen was, weil wir haben in einem Labor vor einem Gerät, wo man Laserstrahl hinten rangestellt haben, haben eine Maske geklebt, die haben natürlich auch abgedichtet an den Seiten und dann waren weniger Partikel, Corona-Partikel in dem Licht zu sehen vor der Maske und wo du denkst, also, Alter, das hat doch nichts. Ja, genau, es hat nichts mit der Realität zu tun und so waren die Dinge. Naja, gut, ehe wir noch in das Corona-Thema gehen, lass mal hier weitermachen. Ja. Das könnte man noch so ein bisschen schärfer machen. Manchmal ist es sehr gut, sich zu öffnen, aber manchmal ist es auch gut, nochmal wirklich einen Punkt zu machen. Also jetzt erkläre ich dir nochmal, wenn ich darf, warum mir das wirklich wichtig ist und warum ich davon überzeugt bin. Mhm. Also das ist oft so eine Gefahr. Also man kriegt dann mit, ich muss offen sein und zuhören und auf der Beziehungsebene bloß nichts kaputt machen. Aber dann wird es halt möglicherweise auch ein bisschen seifig. Vorausgesetzt, ihr seid in der körperlichen und mentalen Verfassung, was zu sagen gegen Stammtischparolen. Dann haben wir jetzt unsere Do's and Don'ts. Wie reagiert ihr? Gutes Mittel, immer wenn du bei Stammtischparolen dagegenhalten willst, Ich-Botschaften. Das heißt, sag, wie der Spruch auf dich wirkt und wie du dich dabei fühlst, wenn du den Spruch hörst. Was ist deine Haltung dazu oder was würdest du dir wünschen? Sprichst du hingegen die andere Person mit du an, kann das beurteilend wirken, als Vorwurf verstanden werden und die Fronten verhärten. Ja, okay. Mit Ich-Botschaften kannst du dich auch gut vom Inhalt der Stammtischparole abgrenzen. Es geht um dein Gefühl. Ich-Botschaften, ein Tool der sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Hintergrundwissen, eine weitere Möglichkeit, wie du Stammtischparolen Parole bietest. Frag nach, woher die Person die Information hat und wieso sie zu dieser Meinung kommt. Ich dachte, du sollst Ich-Sätze sagen und nicht Du-Sätze. Also wenn ich jetzt frage, woher hast du das Wissen? Naja, der Unterschied ist hier, ich habe das anders gelesen. Der Unterschied ist jetzt hier, das eine ist eine Ich-Aussage und das andere ist eine Du-Frage. Also, wisst ihr, dass man über den anderen keine Aussagen trifft? Du bist falsch und so oder du siehst das so und so und dass man dem nichts in den Mund legt, sondern dass man, hier fragt ja die Person, wie siehst du das oder wie kommst du darauf? Ja, okay, okay. Stammtischparolen sind meist gefühlsgeladene Statements, ohne dass viel Wissen dahinter steckt. Stelle also etwas dagegen, zum Beispiel Fakten aus Statistiken und Studien. Und da frage ich mich, ob das der linke Normie so kann. Richtig, richtig. Also da kommt dann, ich habe das selber erlebt, da kommt dann einfach das Autoritätsargument. Das muss man nun mal der linken Seite geben. Die haben halt die Medien in der Hand. Also die können die Realität so formen, wie sie wollen. Also wir haben da keine Deutungshoheit in dem Sinne. Die Deutungshoheit liegt nun mal auf linker Seite. Und die sagen dir dann, ja, in der Tagesschau ist das aber so und so. Ja, aber das finde ich eigentlich spannend. Also die Tagesschau ist staatlich. Und gleichzeitig ist ja im linken Narrativ der Staat immer ein schweinekapitalistischer Staat, dem es zu misstrauen gilt. Aber die Medien, denen vertrauen wir dann natürlich, den Staatsmedien. Das habe ich nie verstanden. Das habe ich auch nie verstanden, aber ich muss dazu sagen, also diese neuen Linken, die nehme ich auch gar nicht so als staatskritisch wahr, eigentlich überhaupt nicht. Okay, ja, das stimmt eigentlich, ja. Also ich meine, gerade wenn ich mir die ganzen Antifas oder so anschaue, die verteidigen ja immer die Staatslinie. In jedem Thema. Also in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Richtig, richtig absurd eigentlich, ne? Ja, richtig absurd, wie das alles passiert ist, ja. Die Chance dabei, sich konstruktiv miteinander auszutauschen. Argumente statt Emotionen. Trotzdem, sei nicht belehrend. Was auch geht, eigene Erfahrungen schildern, die das Gegenteil der Stammtischparole beweisen.
Aber das hat doch die komische Frau da in deinem Gedankenspiel da gemacht, die in dieser Fußgängerzone saß. Ich habe doch gesagt, ich sehe hier um 11 immer nur diese Leute rumlungern mit ihren Smartphones, diese Ausländer. Richtig. Und ja, jetzt ist es auf einmal okay. Eben. Also, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier geht es nur um Framing. Also, das ist nicht objektiv, dieser Beitrag. Keine Ablenkungsmanöver. Bleib beim Thema. Auch wenn dein Gegenüber von einer Parole zur nächsten springt, mach die Person auf ihr Themenhopping aufmerksam und hol sie zum Ausgangspunkt zurück. Also das ist mir eigentlich immer persönlich auf der anderen Seite aufgefallen. In letzter Zeit vor allen Dingen. Dass ja. dann von Thema zu Thema gesprungen wurde, sobald du dann irgendwie tiefer gegangen bist. Ja, mir auch. Also vor allen Dingen auch ohne Überleitung. So einfach so. Ja, ja. Und Thema 2. Genau. Corona so und so und dann Klimawandel so und so und Flüchtlinge so und so. Und ja. Ist mir also tatsächlich richtig, auch schon begegnet. Richtig also, unangenehm. Ja, auch bei eigentlich, naja, Freunde kann ich jetzt fast nicht mehr sagen. man hat sich auseinandergelebt. Ja, bei mir nahestehenden Personen, also ja, wo ich mich eigentlich immer sehr zurückhalte und dann, wenn es dann doch mal zu so einem Showdown kommt, ja, dann läuft das so ab. Ja. Widersprüche aufzeigen. Weise die Person auf Widersprüche hin. Blendet sie Punkte aus, die nicht zur Parole passen? Vielleicht um sich oder die eigene Gruppe aufzuwerten? Gesten und Ironie. Auch schon kleine Gesten können helfen. Zum Beispiel einfach Kopfschütteln. Vorsicht allerdings bei Ironie. Sie kann der Stammtischparole zwar den Wind aus den Segeln nehmen und die Stimmung auflockern, wer aber provoziert oder sich sogar lustig macht, geht zu weit. Das ist ja wirklich dann der Ritt auf der Rasierklinge. Was meinst aber, du? Ja, mit Ironie, aber sich nicht drüber lustig machen. Ja, Ironie sollte man echt vermeiden, ja. Also bei Ironie und Sarkasmus, das eskaliert immer. Also das hat nichts in einer politischen Auseinandersetzung verloren. Also ich mag tatsächlich so an einigen Stellen Sarkasmus. Also wenn jemand wirklich so richtig sich selber widerspricht, im nächsten Satz, das nochmal rauszustellen. Aber jetzt mal allgemein gesagt, ja, zu diesen ganzen Sachen, die jetzt hier so anführen, stimmt schon, aber jetzt geht doch mal in die Praxis. Jetzt zeigt doch mal, dass euer Konzept funktioniert. Ja. Ich habe so das Gefühl, da wird nichts kommen. Und das da ist wird halt nichts immer, kommen. Das ist so dieses, was du meinst, so Wolkenkuckucksheim oder Elfenbeinturm-Ding immer. Ja. Das ist so, man will das gute Gefühl haben, dass man sich mal drüber Gedanken gemacht hat, aber richtig auseinandergesetzt hat man sich damit nicht. Und wie du selber meinst, also ich denke da halt immer noch so ein bisschen zurück an dieses blonde Mädel, was wir vor uns rechts oben gesehen haben, was gesagt hat, ja, ich sehe hier die Ausländer so und so. Also das ist hier irgendwie auch alles sehr einseitig, weil diese ganzen Punkte könnte man doch auch in die andere Richtung sehen. Mhm. Ah, schwierig. Messerkriminalität. Wortwahl. Wörter, die verallgemeinern, sind ebenfalls ein No-Go. Wörter wie immer, nie, nur, andauernd, komplett, sie scheren alles über einen Kamm. Diese Wörter sind typisch für Stammtischparolen. Sie bringen aber nichts für eine faire Diskussion. Die. Auch das Die auflösen, zum Beispiel die Ausländer, sind etwa alle gleich? Es gibt ja auch Deutsche, die das machen. Also manchmal muss man halt verallgemeinern, um auf den Punkt zu kommen. Ich glaube, Lenin hat das tatsächlich gesagt, maßlose Übertreibung erleichtert das Verständnis. Ja, sicherlich. Nur weil es jetzt von 3 Millionen zwei Leute gibt, die da nicht, ne, also warum soll ich da nicht die irgendwas sagen? Blödsinn. Ja, das ist schon ziemlich dämlich. Auch die Deutschen? Das ist Schubladendenken. Die Wirklichkeit ist aber nicht schwarz-weiß, sondern vielfältig. Und vergiss nicht, bleib ruhig und sachlich und lehne dein Gegenüber nie als Ganzes ab. Ihr sollt beide eure Würde bewahren können. Die richtige Reaktion. Aha. Ja, also ich muss jetzt sagen, diese ganzen Punkte, die jetzt hier kamen, fand ich tatsächlich gut. Also ich finde, das sind tatsächlich sinnvolle Tipps, egal auf welcher politischen Seite man steht, an die man sich gut halten kann bei politischen Auseinandersetzungen. Aber gerade der letzte Punkt fand ich jetzt hier mit, ihr sollt beide eure Würde bewahren. Wenn ich jetzt an dieses Training, was sie da hatten, zurückdenke, die Ratschläge dieses, ich sag's mal, Professors oder Seminarleiters, die waren ja schon so, treib sie in die Enge. Hatte ich jetzt so gar nicht das Gefühl. Er hat ja gesagt, da muss man schärfer nachfragen. Da, ne? Ja,
Also, ja, da haben wir einfach jetzt eine unterschiedliche Ansicht, aber ist auch okay. Mensch, wir bewahren unsere Würde hier. Ja, genau. Was ist da los? Diese blöde Artischocke wieder. Ja. Ich schlafe im anderen Bett heute Nacht. Ja, die Artischocken sind alle gleich. Das ist ganz dunkle Gemüse da drüben. Scheiß roten Tomaten, diese Sozialisten immer. Die kann man üben. Zum Beispiel mit der App, die ich euch ganz am Anfang der Sendung ja schon versprochen habe. Nämlich kostenlos ist sie und heißt Konterbunt. Und die wurde entwickelt vom Team rund um Professor Eric Janot. Der ist Spieleentwickler für sogenannte Serious Games und hat für die Konterbunt-App schon den Pädagogischen Medienpreis 2019 bekommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde sagen, wir haben unser nächstes Let's Play, oder? Ja, stimmt. Ich würde auch sagen, Konterbunt. Ich schalte mir das gleich mal auf. Also das wunderbar. Das wird ja super. Der Kuli klickt schon, du hast es gehört. Ja. Okay, wurde aufgeschrieben. Ich mache mal weiter. Und schön, dass du dir Zeit nimmst für uns, Erik. Beschreib mal, worum geht's in Konterbunt? Also in Konterbunt erlebt man eigentlich Alltagssituationen im Bus oder in der Schule, am Spielplatz, im Stadion. Und wer kennt sie nicht, die Stammtischparolen am Spielplatz? Ja, genau. Wenn dann das Kind sagt, hey, überall die Ausländer. Gut, wenn das dann schon auf dem Spielplatz losgeht, dann sollte man sich Gedanken machen. Gib mir die Schaufel, du Kartoffel. Ja. Dir nichts brechen dann quasi so Situationen da rein, wo dann plötzlich Menschen Dinge sagen, die mindestens unbedacht sind, aber typischerweise schon eigentlich diskriminierend. Dem Spiel geht es darum, einfach, dass man dann übt, rausfindet, wie geht man damit um. Also wer jetzt total wütend reagiert, gewinnt da selten. Aber was kann man sagen? Was sind gute Argumente? Was sind gute Möglichkeiten, um vielleicht nicht unbedingt die andere Person immer zu überzeugen, aber trotzdem zu zeigen, ich habe einen Standpunkt. Ja, was also tun? Also ich bin schon so gespannt auf dieses Spiel jetzt. Also für mich hat er leider so leicht autistische Züge gehabt. Ich denke, dass die App wird scheiße. Ich denke auch, du wirst dort, das wird so ähnlich sein wie mit dem Helden, hier zivile Helden. Du hast irgendwie drei Auswahlmöglichkeiten, zwei sind absoluter Schrott und eine hat so einen hart linken Touch und die hart linke ist richtig. Ja, so wie diese Fahrschulfragen immer, ne? Ja, genau. Ein Kind geht auf die Straße mit einem Ball, was tun sie? Und dann ist halt Auswahlmöglichkeit A, aufs Gas gehen, genau, zweiter Gang einlegen, bremsen und so noch was. Das Kind verfolgen, wenn es versucht auszuweichen, ist dann... Ja, genau. Ich blinke links und biege rechts ab. Solche Sachen. Um das Kind zu verwirren. Die klopfen nur diese Sprüche, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Und je mehr Aufmerksamkeit wir denen dann geben, umso mehr füttern wir den Troll. Das macht also keinen Sinn. Kurze Gegenrede und gut ist. Das war's. Okay. Ach je. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu groß sagen soll. Also es war halt ein Framing-Beitrag, wie ich gemeint habe. Es war einfach nur pur aus Lenkersicht. Und die bestimmen hier, was Stammtischparolen sind. Und mal sind Stammtischparolen so und so. Und also jetzt gerade am Anfang dieses Beispiel hier, das war so super dämlich. Mit diesem Typ, der gesagt hat, ja, sie sind aber hübsch oder sowas in dem Sinne. Hä? Also, ach, mich, nee. Dieses Format Respekt, es bleibt weiterhin eine Goldgrube an linker Ideologie. So viel können wir konstatieren. Du bist gemutet, falls du das sagen willst. Wie viele Nicht-Probleme da auch aufgemacht werden, die halt nicht unter dieses Stammtisch-Ding fallen, schlussendlich. Ne? Wie ja, du sagtest, mit dem, die sind aber hübsch. Ja. Wie hast du es vorformiert, wenn es dann in deiner Kneipe sagst, oh, die neue, die hat einen geilen Arsch oder so? Ja, eben, das wäre eine Stammtisch-Probleme. Ja. Aber das ist. Also und hübsch anzusehen, kann aber nichts, um jetzt mal so ein bisschen diskriminierender zu werden vielleicht. Und man sieht halt, in allen Themen hat man halt auch wieder diesen linken Einschlag gesehen, obwohl, sei es Ausländer, Klima oder Sexismus, naja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk halt. Also ich wäre ja schon glücklich, wenn sie wirklich mal auf dieser Ebene dann diskutieren täten, wie sie es hier versuchen mit nüchtern, sachlich, argumentativ. Es passiert halt nicht. Ja. Weil, wie hat das Kasper so schön gesagt, die Fakten sind in den letzten Jahren halt auf unserer Seite. Was willst du da mit Fakten kommen? Von linker Seite. Mm-hmm. Geht halt nicht. Du kannst halt nur noch mit Herz kommen. Ja, klar. Ach, aber gut, übrigens, ganz kurz nochmal, die App Konterbunt
Die kann man erstmal im Browser spielen, also das wird nochmal ein schöner Beitrag. Und unsere Partnerin, wen sehe ich denn hier? Die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also ich hoffe Partner-Doppelpunkt-Innen. Ja, also. Partner-Unterstrich-Innen. Das ist wirklich unsere Partner-Unterstrich-Innen. Steht wirklich da? Von der guten Annetta Kahane, ehemals Stasi-Mitarbeiterin, 8 Jahre lang. Da wächst zusammen, was zusammen gehört. IM Victoria, genau. Da wächst zusammen, was zusammen gehört. Wunderbar. Da ist schon der nächste Content gesichert, würde ich sagen. Das machen wir vielleicht gleich als nächsten Teil. Also, dass die Frau dieses Amt begleiten darf, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Also man stelle sich mal vor, Nordkorea gibt den Löffel ab und die Schwester von Kim Jong-il macht 10 Jahre später irgend so eine Stiftung auf. Ja, oder irgendjemand, der halt in der Geheimpolizei oder so ein hohes Amt begleitet hat, andere Nordkoreaner ausgespitzelt hat und an Staat verraten hat, solche Sachen halt. Ja, und die steigt dann an die Spitze des neuen Staates auf. Ja, geil. Das ist undenkbar. Das ist eine Zirkusveranstaltung. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dem Zuhörer und Zuschauer hat es gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gerne wieder. Macht's gut.